So. Hallo, wir sind hier wieder mal am Holzkloppen. Schlundegel! Jetzt wirklich. Hey, Phil, ich hab acht Blutsäcke. Was kann man mit Blutsäcken machen? Glaube ich, Met oder so? Ein Vampir übergeben und er freut sich? Ich weiß nicht. Aber. Ja. Ich hab Holz. Und Holz ist amazing. Ja, und hallo und herzlich willkommen, ne, falls wir noch nicht gesagt haben. Das Spiel hier heißt, Wald ist unser Heim. Oder Wallheim. Also die Wände sind unser Zuhause. Glibber kommt zu mir. Von Dr. Glibber. Dr. Glibber ist bei mir unterwegs. Dr. Glibber ist tot mit drei Palmen. Dr. Glibber aus dem Biber. Oder wie war das mal? Kann es sein, dass sie all die Setzlinge, die kleinen, sind das mal, oder sind das Bäume? Waren das mal Bäume? Nee, die werden das irgendwie. Bäume? Ich habe das Mysterium noch nicht geknackt. Okay. Ist ja angenehm. So, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Du hast keinen Platz im Inventar. Warum? So normale Bäume kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay. Also, ich habe 35 uralte Rinde. Ein paar Schwänze, ein bisschen Harz. Hab ich ihn rein? Ja, die habe ich ihn, ja. Weißt du, was das Geile ist? Nein, ich komme fast nicht mehr hoch. Egel töten die Nixen. Auch schön. Apropos Nixe, ich habe hier eine. Tot. Hirschstufe 1. Treffe ich den? Hochkonzentriert. Der Jäger hat verschossen. Der Hirsch wurde alarmiert. Der Hirsch rennt ins Wasser und rennt weg. Diese schönen Tierdokus, die alles so sachlich, ohne Emotionen. Ich weiß gar nicht. Ich gucke, wenn dann Dokus auf BBC oder so, oder Dingens von BBC gemacht. Die sind relativ okay. Die sind super. Aber. Eine Pinguin ist gerade geschlüpft. Ich habe eh keine Zeit aktuell. Also, ich glaube, den Fernseher habe ich zweimal im letzten halben Jahr angeschmissen. Und ich glaube, nicht viel gemacht oder nicht lang geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Fernseher. Ist Neuland. Neuland. Apropos Fernseher, am Freitag wird meiner abgeholt. Anscheinend ist das von Sony das Problem, das ich ja dir mal jetzt geschildert habe. Ja. Ein bekanntes Problem von Sony. Und das ist zurückzuführen auf das Motherboard. Defekte Motherboards wurden dort eingebaut. Bei meinem Sony-Fernseher ist alles okay? Jo. Ja, von der Serie, von der dich. Die ich gekauft habe. Ach so, darum waren sie günstiger. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst, darum war es Aktion. Das habe ich mir dann wirklich gedacht, ne? Die wollten sie einfach los haben, fertig, wahrscheinlich so. Also ich bin mir verarscht bekommen vom Super Discounter Mediamarkt, von dem will ich gar nichts mehr wissen, weil der. Er verkauft nur Schmutz. Die haben gesagt, wir haben nicht mal Anrecht auf ein Ersatzgerät. Ich muss sogar noch 130 Franken drauf bezahlen, dass sie mir den Scheiß abholen kommen. Hä, was denn das für eine Firma, ey? Sorry. Ja, weil sie keine Garantieverlängerung von 3-5 Jahren gemacht haben, müssen wir das nicht. Ja, aber es sind ja erst in den ersten 2 Jahren. Ja, klar. Ja, logisch. Aber das ist so hier bei uns. Können die AGBs gerne durchlesen? Ja, wahrscheinlich lese ich 30 Seiten durch. Oh je, du. Also ich war stinkesauer und hab dann einfach gesagt, nie mehr wieder Mediamarkt. Nie mehr. Also ich habe mit dem Kollegen von Digitec bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Ja, eben deshalb. Klar, Digitec ist zwar meistens online, die haben zwar auch Läden und so, aber die sind wenigstens noch, die sind nicht beratungsresistent. Die sind weißt du, ich hatte mal so einen Wäschekorb bei denen bestellt, ne? Der wurde halt durch den Versand, war ganz, nicht mal, ja doch, war ein bisschen billig.
So ein Aluminiumgestell, ne? Hat sich halt verbogen beim Versand. Und ja, ich habe ein Foto gemacht, E-Mail geschrieben. Ja, wir schicken einen kostenlosen 90. Okay. Ja. Nice. So geht das teilweise. Oder ich habe wegen den Grafikkarten, das war auch sowas, ne? Ich habe mir die RTX, von in, nicht Nvidia, sondern von AMD geholt, ne? Hab dann geschrieben, hey, die ist nicht okay, bla bla bla. Das funktioniert so nicht gut. Ein Schild wird auch für den Schamanen nicht okay sein. Nee, aber dann habe ich so geschrieben, eine Dame, oder halt den Support, und hat eine Dame geantwortet, ja, tut mega leid, bla bla bla. Ich sorge dafür, dass du den vollen Preis zurückbekommst. Weil wenn du das Produkt geöffnet hast, könnten sie dir unter Umständen 10% des Betrags verrechnen. Weil es dann vielleicht nicht neu ist, ne? Also. Neu, ja. Ja, genau. Einmal in die Finger gehabt und. Ja, genau, etwa so. Und dann habe ich eine Kopie der E-Mail da hinterlegt, also ins Produkt oder in den Karton geschmissen, einfach, dass man da wirklich sicher gehen kann, und mir wurde der komplette Betrag zurückerstattet. Drei Tage später oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich mir eine Nvidia geholt. Ja. Aber. Nice. Ja. Ich gehe auch wirklich nicht wirklich, sag ich mal, Dinge, die zuverlässig sein müssen, kaufe ich wirklich nur noch bei denen. Alles andere ist mir zu ungeheuer, oder. Ich habe jetzt mir auch einen Rasierer. Gut, das ist eine andere Geschichte. Ich habe gedacht, hey, kaufst dir mal einen Rasierer, der ohne Akku funktioniert, ne? Den günstigsten, was auch immer. Von Philips. Ja, genau. Aber nicht mit Batterie, sondern über Akku. Über einfach nur ein Stromkabel. Fertig. Das Doofe war jetzt, der war so günstig, der war nicht mal wasserresistent. Also das Ding, ja. Hätte eigentlich damit rechnen sollen. War, glaube ich, 25 Schweizer Franken, irgendwo, ne, um den Dreh. Es gibt Brechbären. Ja, genau, die mit der kannst du dein Essen rauskotzen. Gesundheitsregeneration minus 100%. Oh. Ess die mal, dann kotzt du. Nö, will ich nicht. Was ist das? Krautzwerg-Schaman-Trophäe, er weg damit. Brauche ich doch nicht. Oh je. Oh. Dingensbums hier, das hält gar nicht so lange. Bill, willst du mal kommen? Ich muss jetzt eh zurückkommen. Ich will dir was Geiles zeigen. Bist du bei der Base? Ja, du bist bei der Base. Ich komme mit circa. Nein, nicht weg. Ich komme circa mit 100, 2, 3, etwa 300 Holz. Ich bin nicht gerade bei der Base. Ja, ich seh's. Ist ein bisschen weit weg, aber spielt ja keine Rolle. Ja, das toll. Ding! Ach so, du hast das Dings gebaut, ne? Das Schiffchen. Das ist geil. Und wie musst du das Ding jetzt. Oh oh. Das Ding braucht ganz viel Platz. Also, wenn wir einen Hafen hier bauen, müssen wir den Platz einberechnen. Ja, passt schon. Aber wenn du dann Bock hast, kannst du das gerne anschauen. Das ist einfach nicht. Wohin soll ich das Holz packen? Ich habe genügend Holz hier drinne. Pack es so als Holzstapel aus, wie mit dem Steinehaufen, genau. Ach nee, aber das Holz vergeht, wird ja scheiße, wenn man es im Regen lässt, ne? Okay, dann haben wir hier die Option. Ah nee, das wollen wir umbauen alles. Lass es im Karren. Muss halt einen neuen Karren machen. Ich geh mal Schiffsegeln, ne? Und das kleine alte Scheißschiff, was willst du damit machen? Das ist für einzelne Kuren gedacht. Junge, das Schiffchen ist ja super hier.
Da mal den Inventarplatz an. Perfekt. 18 Stück. Ja, du siehst, damit wirst du oder ich oder wir beide in Zukunft Eisen sammeln. Komm mal ran, wir rudern mal eine Runde. Wo willst du hin? Komm mal kurz, bevor wir da hingehen, muss ich noch kurz reparieren. Ah, wir gehen Eisen holen. So. Dinge tun, okay. Was auch immer. Ich dachte, du willst jetzt zuerst hier diese Ressourcen sammeln, damit wir hier bauen können. Aber wenn eigentlich du Eisen schon willst. Gut, dann kurzen Moment bitte. Ja. Nee, das geht nicht, das geht auch nicht. Ich hab nicht mehr so viel Platz im Inventar, weißt du. Ich hab auch nicht mehr so viel Platz, aber naja, was willst du tun? Also rohes Fleisch, hier rein, das da rein, das. So, die Lebensmittel sind bei mir am Blinken. Segeln wir rüber mit dem Schiff da in dem Fall, holen uns wieder ein bisschen Eisen, kommen rüber und dann willst du bauen. Ja, komm mal ein bisschen Abwechslung mit dem Schiffchen hier. Das kleine Schiff hier muss mal eingeweiht werden, ne? Die Zuschauer hatten seit den letzten 40 Folgen genug Abwechslung, weil sie nicht gesehen haben, wie ich ein Lagerhaus baue. Jetzt willst du schon wieder Abwechslung, indem wir das gleiche seit 40 Folgen machen. Wie viele Folgen haben wir jetzt? Keine Ahnung, genügend. Einfach so viele Folgen, dass es mir reicht, ich will bauen. Ich brauche Ressourcen, Till. Wir müssen die Erde ausrauben. So. Make this place Valheim great again. So, wie schnell kommen wir jetzt hier mit dem Schiffchen? Gibt's noch ein schnelleres musst, Schiff? Oder? Scheiße. Ist alles keine Scheiße mit dem Wind. Ohne Wind. Also mit dem Wind geht. Ohne Wind geht's auch schnell. Also schneller als die vorherigen. Ich probier mal hier. In 14 Minuten lässt mein Honig nach, ne? Da müssen wir schon. Einer mit 4. Tschüssi, Insel, ne? Wir gehen jetzt die nächste Insel ausdocken. Das Schiff ist ja riesig. Für wie viele Leute ist das gemacht? 5, ne? Rein in der Theorie. 6 Leute. Nein, oh! Junge, was machst denn du? Ich habe gerade ein bisschen. Einfach mal drauf losspringen, na toll, dann wird doch was. Oh, Junge. Jetzt ist meine Hose runtergefallen. Was? Deine Hose ist wieder nass? Nee, runtergefallen. Ach du. Na dann. Ist ja nicht so schlimm, wenn du oben unten ohne bist. Die Cam ist nur oben, oder? Oder hast du nur. Nee, hast du unterhalb des Tisches die Cam? Ja. Ah. Für die Fußfetischisten. Ich dachte was anderes, aber okay. Ich bin nass. Da, tolle Kacke, jetzt regnet es auch noch von oben. Es gibt noch ein Boot über dem. Ja. Mit Dach. Ah, perfekt, das müssen wir haben. Junge, was ist denn hier wieder los? Das kann man noch nicht freischalten. Das kann man nur mit Cheats freischalten. Ja, haben wir die? Nein. Schade. Ui. Sieht schon witzig aus.
Du sitzt einfach nur so da, wie so ich, wie so ein lustiger Kauz. Und nebenan ist das Steuer, was dir die ganze Zeit ins Gesicht klatscht, und du steuerst zu unser Schiff. Ja, passt schon irgendwie. Wir sind etwa in der Hälfte, ne? Aber es geht viel, viel schneller. Wirklich? Ist das so? Ja. Ich sag dir nur eins, wenn das Schiff kaputt geht, dann ein großes Problem. Warum? Ja, weißt du, wie viele Ressourcen das jetzt gefressen hat? Ich denke schon, ja. Das war jetzt wirklich... Wie viel eigentlich? Viel. Ich 100 guck hier Eisennägel. Mal. Oh ja. 10 Hirschfell, 40 Edelholz, 40 uralte Rinde. Warum braucht's eigentlich für ein neues Schiff scheiß uralte Rinden? Sag mal. Ich weiß es nicht. Kupfer, du hast ja alles hier angeschmissen. Trollhöhle, Kupfer, Trollhöhle. Wir können... Plötzlich hier violettes Licht. Mehr. Wasser. Ja, die Überfahrt mit den Portalen ist doch um einiges angenehmer. Da hinten, das ist Loch Ness. Guck nicht nach hinten. Wohin? Das Teil schwimmt auf uns zu. Das violette Teil, das ist eine Seeschlange. Achso, ja, hab ich gesehen. Ein bisschen rot, ne? Am oberen. Ja, genau, da hinten. Die beißt einmal in das Schiff ist Hackefleisch. Ja, jetzt hat es beruhigt. Kacke, ne? In diesem Teil können wir dann später fighten, aber jetzt würde ich es nicht riskieren. Ja, generell würde ich es nicht riskieren mit sowas auf offenem Meer, wenn man untergeht. Kacke. Wir können nicht 3 Meter schwimmen, bevor wir untergehen. Das war gerade unter uns. Achtung, Stein! Rechts! Passt. Das geht jetzt wirklich krass vorwärts. Also. Darauf freue ich mich, wenn wir dieses Schiff vollgeladen haben mit Innereien, Ketten. Knochen. Ja, und dann segeln wir rüber, das Ding, den. Ja, kommt ein bisschen tot. Scheiße. Naja. Ich nehme das Portal. Ja, kannst du gern tun. Jetzt sanfte Landung, Till. Sanftes Abkommen beim Außenposten. Passt schon. Ohne dass das Schiff kaputt geht. Wir müssen das danach auch wieder wenden. Keine Garantie. Wir müssen es auch wieder wenden können, ne? Das passt schon. Sanft. Soll ich hier gleich in die Mitte des Dingens hier gehen? Nein, sonst ist es blockiert. Dock so an. Ja, genau. Und jetzt Rückwärtsgang. Ja, was machst denn du da hinten? Ich flüchte. Um den Hirsch zu töten. Hirschfleisch freigeschaltet. Haben wir doch schon längstens. Hirschfleisch. Perfekt. Stopp. Ja, sauber. Guck mal, da ist noch rüber. Wir können die Leiter benutzen. Habe ich bis jetzt nicht gecheckt, dass man die Leiter benutzen kann.
Ach, hier hätten wir noch 25 Uhr alte Rinde gehabt, naja. Und wir können Leitern benutzen, da sieht man ja an. Aber mal was Kluges. Also, das ist unser Außenposten, der ist natürlich unsortiert! Was? Unsortiert! Hirschfleisch, toll. Jetzt willst du sagen, man muss jetzt wirklich, ja. Okay. Man muss hier rein, dann hier wieder raus. Ja, das mit der Feuerstelle könnte man. Besser lösen. Ach, passt schon. So, brenn endlich nieder. Habe ich das eigentlich das Schiff gut geparkt? Ich weiß nicht. Ja, dann mache ich noch so einen Dock rundherum. Gesundheit 35. Das ist sogar noch besser als Wildschweinscheiße. So, schau. Perfekt hier. Sag mal, das perfekte Türenwahnsinnserlebnis. Yes. So, wohin geht's jetzt hier zum Fleischen? Also. Wir müssen ja in den Dingens. Wir müssen in die Krypta, wenn du Eisen. Wir wollen ja Eisen farmen, ne? Oh, klar, logisch. Weil in die Krypta, die wir kennen, oder gibt's da mehrere Dinge? Da gibt's mehrere Dinge, aber wir müssen ja noch die Krypta. Der Boden zittert! Renn, Till! Renn! Ich bin renn weg! Ich bin renn weg! Ich bin schon weg! Renn weg! Renn aus der Base! Ja, bin schon längst aus noch der Base. Im Dingens, im Feld. Ach, wir kennen den Kollegen. Da ist ein Trolli, lololololol. Wo? Oh. Bei mir. Stufe 0. Mir sind zwei. Ja, ich hab sind keine auch. Pfeile. Bei mir sind. Ja, ich sehe die. Deshalb meine ich, dass wir unsere Hauptbase verteidigen vor denen schützen müssen. Ist generell mit? Halt, beide. Hä? Oh, shit. Keine Ausdauer. Giftpfeile, ne? Die habe ich noch. Hallo, du scheiß Nix, aber auch. Okay, ein Troller mal gleich durch. Der ist vergiftet. Der auch. Perfekt. Einer ist tot. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Die Erschütterungen werden schwächer. Ja, logisch, wir haben einen umgebracht. Eigentlich nur eine angenehme Sache, ne? Ja. Das kann auch. Ne, da ist noch der dritte. Da ist ein dritter. Wo? Hinter mir. Aber ja, ich höre ihn, stimmt. Hier fällt man auch einfach Bäume, ne? Können wir die mit Zahlen. Boah, der hat mir Damage gezogen! So. Wohin? So, nur noch ein Stück haben wir da. Das reicht doch hier, ne? Kommen die da, wo wir sind, oder? Ja, da, wo du zuletzt die Werkbank benutzt hast. Okay, immerhin. Nicht, dass die jetzt so gesagt, unsere Hauptbase rumlungern und wir dann vor nichts mitkriegen, ne? Nee. Okay, das ist auf jeden Fall mal eine gute Sache hier. Juppie! Ja, ach du Kacke.
Oh, scheiße. Immerhin hat er Holz gegeben. Holz und Kohlleder und 67 Münzen. Brauchen immer noch die Münzen für Dings. Du weißt ja, für den Händler. Stimmt, die habe ich... Oh, scheiße, da habe ich ein Ding gepackt in eine Truhe. Kann ich die Münzen... Aber nee, nicht in diese Truhe hier, sondern in eine andere Truhe. Ja, wenigstens können wir die Münzen teleportieren. Oh, immerhin. So, aber jetzt hast du Holz? Nein, doch 8 Stück. Ich muss mir Pfeile bauen. Stimmt, ich auch wieder. Ja, ich muss mir auch Pfeile bauen, das ist... Das ist ein doof. Aber das war jetzt... Und das mein Problem war, in meiner Singleplayer-Welt sind die Trolle gespawnt. Ich war im Lager unten am Sortieren, hab's nicht gecheckt und dann haben die mein Lagerhaus zerstört. Ach so, okay, ja, das ist natürlich nicht gerade lustig. Deshalb möchte ich das Lagerhaus bei uns aus Steine bauen. Damit genau das nicht passieren kann. Dum-di-dum-di-dum. Dann holen wir noch ein bisschen Holz zusammen. Aus einer alten Buche. Giftpfeile haben schon ganz schön reingeballert bei denen. Wirklich? Sind die Giftpfeile gut? Habe ich. Wir hatten eigentlich die Giftpfeile gebaut. Warst du das? Ich habe die aus dem Krypta-Pool. So, ich habe meinen Spawnpunkt hier gesetzt. Na toll, jetzt sind die Baumstämme im Wasser. Was mache ich jetzt? Das ist schwierig. Aus irgendeinem Grund kann ich hier stehen. Oh. Ach, ist das nicht schön. Wir sind schon bei 27 Minuten, huch. Ja, passt schon, ne? Aber dann müssen wir auf jeden Fall aufgeben. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.